Oskar hat mich eingeladen, hier ein paar Worte zur nachhaltigen Stadt an euch zu richten, was ich natürlich sehr, sehr gern mache. Das ist auch ein Unterrichtsfach bei mir. Also falls ihr an der TU studiert oder studieren wollt, kommt zu meiner Lehrveranstaltung Nachhaltige Technikgestaltung. Dort diskutieren wir genau über diese Dinge, wie man eine Stadt, wie man Graz zum Beispiel, das ist unsere Stadt hier, nachhaltiger gestalten können. Ich würde mich sehr freuen, wenn es eine Spur noch näher kommen würde, weil wir dann auch ein bisschen sozusagen ins Gespräch kommen wollen, wie wohl das unter Corona-Bedingungen natürlich immer schwierig ist, aber wir wissen, es ist halt jetzt so, wie es ist und da muss man auch irgendwie durch und wir kommen da auch durch, da bin ich davon überzeugt, ich bin mir sicher, in ein paar Monaten schaut schon wieder viel besser aus, wenn einmal hoffentlich möglichst viele Leute durchgeimpft sind, dann glaube ich, kann man wieder auch wirklich physisch wieder einander näher kommen und besser miteinander reden. So, Oskar hat mich schon ein bisschen vorgestellt, TU Graz, von meiner Ausbildung her bin ich Chemiker und Philosoph und habe das verbunden und leite jetzt an der TU die Science, Technology and Society Unit. Das Society ist besonders wichtig, weil wir sind Sozialwissenschaftler, also keine Techniker und Technikerinnen, manche haben das auch als Ausbildung, aber die meisten, fast alle, sind Sozialwissenschaftler, das heißt, wir denken über die Gesellschaft nach und über ihre Entwicklung. Natürlich, was Technik und Naturwissenschaft damit zu tun hat, das hat viel damit zu tun. Wir leben in einer technologischen Gesellschaft, wie das einige Autoren und Autorinnen genannt haben. Und genau das ist zugleich die Herausforderung. Vielleicht haben wir es da und dort sogar ein bisschen übertrieben. Also wenn ich mich da umschaue, glaube ich, fallen auch euch recht schnell Dinge ein, die hier verändert werden müssten im Sinne einer nachhaltigen Stadt, oder? Also wie gesagt, ich mache das normalerweise eher dialogisch, aber ich muss euch jetzt das Wort aus dem Mund nehmen und sage einmal, das Grüne fehlt, oder? Das Grüne fehlt. Und zwar ganz, ganz massiv. Also da geht es jetzt nicht um irgendeine so eine kleine Efeu-Pflanze irgendwo da an der Mauer hoch. Das fällt dem Herrn Bürgermeister vielleicht nur ein, dass er da irgendwo eine Efeu pflanzt. Darum geht es nicht. Es geht um tausende Bäume, Bäume, die wir brauchen in der Stadt. Bäume sind aus verschiedensten Gründen. Sogar die Psychologen sagen, dass uns die gut tun. Das ist jetzt schon untersucht. Also wenn wir einen Arbeitsplatz haben, wo wir ins Grüne schauen, auf Bäume drauf schauen, geht es unserem Herzen wirklich physiologisch besser, als wenn wir in so eine Beton, Granit und ich weiß nicht was, Wüste schauen. Auch Fassadenbegrünung hilft, auch Dachbegrünung hilft. Das ist alles auch gut, tut uns auch gut. Psychisch tut dem Mikroklima gut und das ist besonders wichtig. Ihr wisst, wie heiß es da werden kann am Hauptplatz und in unglaublich vielen Straßen der Stadt Graz. Annenstraße, Elisabethstraße, dort ist das sogar alles auch schon untersucht worden, wie gnadenlos heiß es dort ist im Sommer. Dort müssen noch viel, viel mehr Bäume gepflanzt werden. Ich will wieder in Graz Alleen sehen, wirklich Alleen, die man alle, fast alle abgeholzt hat in Graz. Es geht auch nicht um, bei allem Respekt vor der Frau Umweltstadträtin, 17 grüne Meilen, sondern es geht um 1700 grüne Meilen, also 10er-Potenzen höher. Es geht um viel, viel, viel mehr. Erst dann verdient Graz in diesem winzigen Bereich, ich spreche jetzt nur von einem Aspekt von Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit ist viel, in diesem einen Bereich verdient dann Graz vielleicht den Titel nachhaltige Stadt. Aber darum sollten wir uns wirklich auch persönlich kümmern. Glaubt es mir, denkt es mal ein bisschen nach, wie das gehen könnte. Wie gesagt, wir könnten dann in einem Seminar ausführlicher darüber sprechen. Jeder von euch kann da einen Beitrag leisten, ganz sicher. Ganz sicher, auch wenn ihr nur als Studentin in einer WG wohnt, auch da gibt es Möglichkeiten von, ich sage es jetzt einmal, Guerilla-Aktionen, dass man das eine oder andere grün, und es geht um grün, es geht um die Photosynthese, habe ich gelernt als Chemiker, das ist ein chemischer Ausdruck dafür. Es geht um Chlorophyll, es geht um dieses Grün von Pflanzen. Da ein bisschen einen Beitrag zu leisten, das ist möglich. Schwierig, ich weiß, da ist der Herr Bürgermeister und viele andere viel mächtiger. Die könnten wirklich hier Bäume pflanzen. Das wäre möglich, die können das. Wenn sie wollen würden,
Das ist dann Politik, da kann man sich auch einmischen. Das kann man, Politik ist für alle da, sage ich jetzt einmal. Beim Verein Move It probieren wir das auch, uns einzumischen. Das ist ein Verein, der sich um Verkehr kümmert. Komme jetzt da schon zum zweiten Thema, wo es sozusagen ins Auge springt, dass Graz leider keine nachhaltige Stadt ist und auch wirklich meilenweit davon entfernt ist. Also alle, die euch sagen, in Graz ist eh schon alles so super, ich habe keine Ahnung, wohin die ihren Kopf stecken, da unter diesem Granit wahrscheinlich, weil das stimmt einfach nicht. Wir haben einfach viel, viel zu viele Autos in der Stadt. Wir müssen die Autos wieder rausbringen aus dieser Stadt. 1933 ist in Athen beschlossen worden, 33, das ist jetzt wirklich schon lange her, in Athen beschlossen worden, dass die Städte autogerecht gemacht werden müssen. 1933. 1938, und die ein bisschen Geschichte kennen, wissen, welche Periode das in Österreich und in Deutschland war. 1938 ist die erste Straßenverkehrsordnung beschlossen worden. Jene Straßenverkehrsordnung, die unser Leben auf den Straßen, das ist alles öffentliches Gut, das gehört alles der Stadt Graz oder dem Land Steiermark. Das gehört uns sozusagen. Wie das Leben auf diesen Straßen auszuschauen hat, steht alles da drinnen in der Straßenverkehrsordnung. Dort ist das alles niedergeschrieben. Und das ist eben damals in dieser Nazizeit erstmals geschrieben worden. Und glaubt's mir, diese Straßenverkehrsordnung, die jetzt in Österreich gültig ist, die ist nur immer so ähnlich wie die, die damals beschlossen worden ist. Da ist nicht viel verändert worden. Man darf zum Beispiel auf einem Gehsteig nicht einfach stehen bleiben. Weil ich mir ein bisschen umschauen möchte, weil ich ein bisschen die Luft genießen möchte oder weil ich, keine Ahnung, einfach mal stehen bleiben, rumstehen möchte, verdammt nochmal, das muss doch irgendwie möglich sein. In der Straßenverkehrsordnung steht, auf Gehsteigen hat man zu gehen. Und zwar von A nach B. Man hat als Fußgänger ein Ziel zu haben, zu dem ich hinstreben muss. Also nur so rumstehen ist nicht erlaubt. Wir dürfen das auch nur deswegen, weil der Oskar das wahrscheinlich bei der Polizei angemeldet hat, als Veranstaltung. Und das ist Gott sei Dank das Versammlungsrecht ist Gott sei Dank ein verfassungsmäßig geschütztes Recht. Deswegen treffen sich ja manchmal Corona, ich weiß nicht was, Leugner, glaube ich, nennt man sie, ich weiß es nicht. Interessiere mich nicht sehr dafür, aber das ist ein hochgeschütztes Recht, dass man sich manchmal zu bestimmten Zeiten, für bestimmte Zwecke im öffentlichen Raum treffen kann. Das ist sehr gut geschützt und nur in manchen Staaten eben nicht. Also schützt man dieses Recht, das ist irrsinnig wertvoll, das ist ein Menschenrecht. Hat aber mit dieser Straßenverkehrsordnung nichts zu tun. Die Straßenverkehrsordnung sagt, wie gesagt, wenn ich nicht eine angemeldete Versammlung habe, muss ich gehen am Gehsteig, kann ich nicht rumstehen. Heißt, die Straßenverkehrsordnung ist gebaut worden, geschrieben worden in Anlehnung an diese Charta von Athen, wo drinnen steht, unsere Städte müssen autogerecht sein. Das Auto ist das Verkehrsmittel der Zukunft. Nicht das Lastenfahrrad, nicht das Fahrrad, nicht unsere Füße, nicht der öffentliche Verkehr. Es ist das Auto. Es ist sozusagen zur heiligen Kuh erklärt worden und das ist Gesetz geworden. Das Ergebnis seht ihr hier in Graz. Schaut euch um. Ich meine, der Hauptplatz ist eine löbliche Ausnahme. Da kann man wenigstens irgendwie so sein, wie wir jetzt sind. Das ist schon, könnte ein bisschen Piazza sein, wie man es aus Italien kennt. Aber praktisch alle anderen öffentlichen Flächen in Graz sind dem Autoverkehr gewidmet, oder? Dort dominiert der Autoverkehr. Autos gehören wieder raus. Raus aus der Stadt. Raus aus der Stadt. Wenigstens einmal im innerstädtischen Bereich. Wenigstens dort, wo man, wie gesagt, ein bisschen flanieren möchte. Nicht immer nur shoppen, sondern einfach nur ein bisschen herumgehen, herumstehen, ein bisschen schmusen, ein bisschen, ich weiß nicht was. Nicht immer konsumieren auch. Das ist ja so ein Wahnsinn, dass unsere öffentlichen Flächen, unsere Fußgängerzonen nur unter dem Aspekt der Geschäfte diskutiert werden, dass man irgendwie einkauft, oder? Es geht nur um eure Kaufkraft, um eure Brieftasche. Das darf nicht wahr sein. Das ist nicht nachhaltig. Das ist einfach nur Kapitalismus. Das ist einfach nur Geldmachmaschine. Das kann es nicht sein. Das ist nicht nachhaltig. Das ist also der zweite Punkt. Das erste, das Grüne. Und das ist wirklich einfach. Das ist nicht kompliziert, oder? Das kann man gut nachvollziehen. Da weiß man, worum es geht. Es geht um die Bäume, die sie dort hingebaut haben und sie riesig feiern haben lassen für, ich weiß nicht, 7 Architektenbäume, die dort stehen.
Bäume sollten im Übrigen auch biologische Funktion haben. Das führt mich nämlich zum dritten Punkt. Eine der Bereiche der Nachhaltigkeit, die in Graz am schlimmsten unter Druck sind, ist die sogenannte Biodiversität. Verzeiht mir das Wort, das ist ein sehr komplexes Wort aus der Biologie. Da geht es einfach um Artenvielfalt bei Pflanzen und bei Tieren. Klar, eine Stadt ist von vornherein einmal kein Naturschutzgebiet. Das ist schon richtig so. Da leben die Menschen, das ist sozusagen das Urbane, das ist eine Vereinbarung, ein Vertrag zwischen Menschen, dass sie sich so gut wie möglich hier in einer Stadt gemeinsam einrichten. Hier wollen sie leben. Stadt ist sozusagen das Urmenschlichste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Das ist nicht da draußen am Land, das auch wichtig ist, das bedeutsam ist, als Lebensraum, als Lebensmittellieferant, als Energielieferant wird es immer wichtiger wegen Biomasse, Sonne und Wind und so weiter. Wir reden ja von der Stadt. Das ist ja heute das Thema. Die Stadt ist ein zutiefst menschlicher Lebensraum und das wird es auch immer bleiben, das ist in Ordnung. Trotzdem müssen wir wieder mehr eine Balance finden mit der Biodiversität. Wir dürfen also nicht irgendwelche Architekten und Architektinnen Bäume pflanzen, wo kein Vogel sich wohlfühlen kann, wo er nicht nisten kann, wo er, der einfach zu klein ist, zu dicht und was weiß ich was. Sondern es geht um eine gewisse Artenvielfalt, auch bei den Bäumen. Wien hat eine wunderbare Baumkartierung zum Beispiel gemacht. Die haben aber tausende Bäume, pflanzen jedes Jahr tausende Bäume und wissen genau, wo welche Bäume stehen, welche Arten, welches Alter, welchen Gesundheitszustand diese Bäume haben. Die wissen alles über ihre Bäume. Wir in Graz fast gar nichts. Wir wissen nicht einmal die Gesamtsumme der Bäume, die im öffentlichen Raum stehen. Es ist jämmerlich. Graz ist sehr, sehr weit entfernt davon, eine nachhaltige Stadt zu sein. Wir machen keine systematische Artenkartierung. Wir wissen nicht, wie viele Vogelarten in Graz zum Beispiel brüten. Und das wäre so ein Indikator. Es wäre ein Indikator dafür, wie es der Natur in der Stadt Graz geht. Dass man wenigstens wissen will, welche Vögel wir hier haben. Was wir machen ist, die Bürger auffordern, dass sie ihre Vögel zählen, die sie so sehen jeden Tag. Das ist nicht Biologie, das ist nicht Erhebung von Artenvielfalt. Und da gibt es viele Arten, um die es gehen würde. Könnt ihr euch vorstellen, die ein bisschen was von Biologie wissen, das ist eine relativ große Bandbreite. Sowas muss man zumindest einmal genau beobachten und dann auch fördern. Schwalben zum Beispiel brauchen irgendwas Feuchtes, weil die keine Nester bauen können ohne Schlamm. Die brauchen Schlamm, die brauchen Pfützen mit Schlamm drinnen. Also dass sich die Leute wundern, warum es in Graz immer weniger Schwalben gibt oder ähnliche Vögel, die da oben eben ihre Nester bauen, das liegt einfach daran, dass die keine Pfützen mehr haben. Pfützen muss man einfach übrig lassen, die müssen irgendwo sein. So, und jetzt mache ich schon den Punkt, weil das waren drei Aspekte von Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ein weites Feld. Schaut einmal auf die Homepage unter Sustainable Development Goals, SDGs. Dort findet ihr ziemlich gut eine Definition dessen, was man dann nachhaltig versteht. Es gibt Ziele, die festgelegt wurden von der UNO eh schon vor einigen Jahren, die ja sehr präzise definiert sind. Und drei davon habe ich jetzt angesprochen. Und ich glaube, der Beweis ist mir gelungen, dass viel Arbeit vor uns liegt sozusagen, dass wir heftig arbeiten und kämpfen müssen, dass Graz wenigstens sich einmal auf den Weg Richtung Nachhaltigkeit macht. Im Moment sind wir wirklich weit davon entfernt und ich sehe angesichts dieses Hauses, das ein sehr wichtiges ist für Graz, eine ganz wichtige Einrichtung, Gemeinderat, Stadtregierung, Stadtverwaltung ist da drinnen, angesichts dieses Hauses Graz setzt sie nicht wirklich in Bewegung Richtung nachhaltige Stadt. Dankeschön.